Hallo, wir sind Vincent und Sonja von Crew United und wir sind in Köln-Longerich in einer Klinik, aber keiner echten Klinik, sondern einem Filmset, wo wir heute den Fair Film Award 2022 in der Kategorie Serie vergeben möchten. Vincent, was hat es denn mit dem Fair Film Award auf sich? Der der Film Award richtet sich an die User von Crew United. Die wurden im letzten Jahr aufgefordert, die Projekte ihres Jahres äh, zu benoten anhand von Kriterien wie zum Beispiel Diversität, Ökologie, Arbeitsklima, Arbeitsschutz, Umgang am Set und ja. Und ihr habt abgestimmt und die Produktion mit der besten Note verraten wir euch jetzt. Der Fair Film Award 2022 in der Kategorie Serie geht an Network Movie. Network Movie für die Produktion Bettys Diagnose. Ja, herzlichen Glückwunsch doch mal. Und jetzt... Ähm haben wir zum kleinen Gespräch zusammengefunden und ich ähm, würde euch ähm, zum Auftakt gerne fragen: Was braucht es, dass ein Mitarbeiter eine Produktion, eine Mitarbeiterin eine Produktion als, als fair empfindet? Also, jetzt aus Sicht einer äh, Producerin oder aus Sicht unserer Position würde ich jetzt behaupten, das ist ganz klar Kommunikation. Also, äh, ich habe das Gefühl, wir kommunizieren sehr. Offen äh, als, als Team, Nina und ich, ähm, sowohl mit den Schauspielern, mit dem Team, mit unseren Regisseuren, aber auch untereinander, Lutz und Georg. Also, ich habe das Gefühl, wir arbeiten. Also, es gibt nicht an einer Stelle ein Gegeneinander, es ist immer ein Miteinander. Und ich finde, das ist so, also Kommunikation, finde ich, ist für mich so das, die Nummer eins des, der Fairness ähm, in der Zusammenarbeit. Dass man sowohl Dinge, die nicht gut laufen, anspricht, aber eben auch Positives äh, bespricht oder. Dinge, die irgendwo aufkommen könnten, sehr früh erkennt und ähm, und da in den Austausch geht. Ich hoffe, du sagst jetzt nichts anderes. Also genau, dann schließe ich mich da mal an. Also wir versuchen tatsächlich so ein bisschen was wie einen Familiengedanken zu erleben, weil Lebenszeit ist Arbeitszeit oder Arbeitszeit ist Lebenszeit und ähm, wir versuchen, dass wir haben auch die Möglichkeit, das hier so ein bisschen planbar zu machen für die Kollegen und das wird auch gutiert, das merke ich. Also und da kommt auch manchmal Vielleicht ein häufiger ein Feedback. Ähm, und das ist eben Kommunikation, Präsenz, äh, ein, ein respektvoller Umgang mit den Kollegen. Das versuchen wir natürlich immer. Klar kann das nicht immer funktionieren, aber wir bemühen uns halt. Und dieses Bemühen steht wirklich im Vordergrund. Und das ist eben, denke ich, auch mal für uns äh, extrem wichtig. Und das ist auch unser Benefit. Und das dauert dann eben auch ein bisschen länger bis das alles äh, sich so zusammenfindet. Aber wir sind da jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man wirklich auch sagen kann, selbst wenn wir mal einen Ausfall haben, ich kann jemanden anrufen, der schon mal hier war und die kommen immer gerne, rücken hier ein, ohne große Fragen. Das ist wunderbar, die finden sich hier sofort zurecht und ähm, das ist echt unser, unser Pfund, mit dem wir hier so ein bisschen arbeiten können. Ich formuliere mal die Frage anders. Oder es ist eine andere Frage auch eigentlich. Wie kann es eigentlich gelingen, alle fair zu behandeln? Ähm, wichtig bei uns ist ähm, ja, dass wir Entscheidungen treffen. Und ähm, das Stichwort Transparenz, was so ein bisschen in die Kommunikation auch reinspielt, glaube ich, ist auch wichtig, das richtige Maß an Transparenz. Also Dinge genug transparent zu machen, aber ähm, dann auch zu filtern und eben bestimmte Problemstellungen, Aufgaben. Ähm, einfach nicht nach unten durchzureichen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist äh, oft der einfache Weg zu gucken, ja, ähm, will ich mich nicht mit beschäftigen oder will ich keine Entscheidung treffen oder bin ich eigentlich nicht für verantwortlich und ich gebe das Problem einfach weiter, erledigt. Mhm. Ähm, das ist nicht die Art, wie wir arbeiten. Also wir gucken schon, dass wir da äh, Lösungen finden, wenn wir Probleme weitergeben, dann ähm, mit konstruktiven. Vorschlägen und nicht einfach nur ja, Arbeits- oder Schuldzuweisungen oder so. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ja, ich glaube, um es am Ende wirklich fair zu machen, ähm, muss man Kompromisse eingehen. Ähm, ja, genau, das finde ich, find ich auch. Und ich würde auch mal sagen, inwiefern ist es ja auch nicht so eine so eine Einbahnstraße. Es geht ja in, in ganz viele verschiedene Richtungen. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt erstmal aus unserer Perspektive versuchen. Fair miteinander umzugehen, ähm, passiert das ja im Team genauso. Wir haben ja auch, oder ich habe auch extrem das Gefühl, dass alle mit uns auch sehr fair umgehen. Also, und, das hat, und Fairness hat dann ja auch nicht was mit Perfektion zu tun, dass das alles immer super perfekt ist, sondern äh, ich, ich glaube, vielleicht haben wir auch den, den, den Preis auch gewonnen, weil wir vielleicht auch mit Fehlern äh, gut umgehen, wo es eben nicht so perfekt läuft, wie aber dann auch im Sinne der Kommunikation und der Transparenz, dass dann aber irgendwie wieder. Umkehren können, sodass man ähm, vielleicht auch gut Fehler machen kann hier, die nicht unbedingt irgendwie immer, immer in irgendeiner Form wie auch immer gemaßregelt werden oder so, sondern dass es einfach ein, 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 ein Punkt auf dem Weg ist, gemeinsam besser zu werden. Das wollen keine Köpfe. Ja, das sowieso nie, aber ja, genau. Ähm, du hast ja gerade äh, die Generation irgendwas mit Medien angesprochen, da würde ich gerne gleich übergehen zur. Generation Z und der Frage, ähm, ja, wir haben einen Fachkräftemangel, heißt es, oder ein Fachkräfteproblem, äh, auch was den Nachwuchs angeht. Ähm, was glaubst du, was aus heutiger Sicht jetzt notwendig ist, auch im Hinblick auf Fairness, weil ja auch einfach neue Bedürfnisse entstanden sind bei der aktuellen Generation, bei der jungen Generation der Nachkommen im Filmbereich oder für den Filmbereich, was kann was macht es attraktiv für Sie oder was wäre noch notwendig, dass, dass es weitergeht für den Nachwuchs? Ja. Genau, irgendwie sprechen ja alle vom, vom äh, Nachwuchsmangel. Der ist auch da, das merken wir täglich. Ähm, auch hier, aber auch in anderen Produktionen und auch in, in, in den unterschiedlichsten äh, Gewerken. Und ähm, genau, ich kann das gar nicht ja, verstehen. <laughs> Aber nochmal anders gedacht, genau, ich persönlich kann es irgendwie auch nicht verstehen, warum, warum wir diesen Nachwuchsmangel haben. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist einer der schönsten äh, Berufe, egal in, in welchem Department man nun, nun arbeitet. Ähm, deswegen ist es für mich auch immer, und das versuche ich dann auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, das mal ein bisschen nach außen zu kommunizieren, ähm, zu sagen, ja wie cool dieser Job eigentlich ist ähm, und darüber Leute zu gewinnen. Ja, ich glaube auch ähm, möglicherweise gibt es vielleicht auch noch einen Lösungsansatz, der ist so ein bisschen auf der Meta-Ebene eigentlich unterwegs. Ne? Wenn man sieht, dass europaweit die Arbeitszeiten immer weiter zurückgeschraubt werden und ähm, wir äh, von einer 40-Stunden-Woche nur träumen können. Ähm, vielleicht kann man mal so Utopien aufstellen, dass wir einfach eine Vier-Tage-Woche machen. Dann haben wir unsere 40 Stunden die Woche und haben genügend Zeit, uns zu regenerieren. Einfach nur mal so eine Utopie. Denn ähm, Tatsächlich ist die Arbeitszeitbelastung einfach immer noch sehr hoch in der Branche und das ist was ich aus eigener Erfahrung weiß auch mit vielen jungen Leuten mit denen ich gesprochen habe, extrem abschreckend mhm. machen wir uns nichts vor wir werden ja relativ gut bezahlt die Kollegen für ihre Arbeit aber viele schrecken das ab insbesondere die Familien ähm, was wir auch merken, also ich bin ja, wie gesagt, meine Tochter ist jetzt aus dem gröbsten Raus, sie ist jetzt 18, aber ich weiß, in den Anfangszeiten habe ich die wenig gesehen, also aber wenig Zeit für Familie, weil auch so Thema bei uns in der Filmproduktion zum Beispiel, wir haben Kollegen, die gehen in Elternzeit bei uns übers Jahr. Mhm. Ja, das können wir umsetzen, weil wir hier langfristig arbeiten und weil, weil die, wenn die zurückkommen, sind sie dann halt wieder drin im Thema. Das kann aber eine kurzlaufende Produktion eben nicht anbieten. Und all diese, diese sozialen Effekte, die man sich über die Jahrzehnte jetzt erarbeitet hat im Arbeitswesen, die gibt es bei uns nicht. So. Und das ist abschreckend für die jungen Leute. Also definitiv, die denken nämlich schon gleich auch in, diesem, in dieser Work-Life-Balance, das, was wir hier mühsam gelernt haben in den Jahrzehnten, da denken die schon automatisch drin. Ja? Und deshalb muss man die besonders motivieren, dass sie sagen, okay, ähm, wenn ich arbeiten gehe, ist das auch Lebenszeit für mich. Das ist etwas, was mich auch erfüllt in meiner Arbeit. Ich grenze das nicht ab gegeneinander. Ich gehe nicht arbeiten, um meine Freizeit zu finanzieren. Ne? Und ähm, da muss man eben die Leute finden, die das auch für sich äh, äh, evaluieren so ein Stück weit. Ne? Aber mittlerweile ist das halt so hochqualifiziert und, und muss auch arbeitsverteilungstechnisch oder Arbeitsteilungstechnisch so ineinander greifen, ähm, dass man die qualifizieren muss, die Leute. Was wünschst du dir für die Branche? Nina. Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich wünsche mir noch mehr faire Bedingungen von den Sendern, um das jetzt mal verallgemeinern zu sagen. Also da ist auch sicherlich nicht... Also mag sich angesprochen fühlen, wer mag, aber ähm, ich habe doch das Gefühl, ähm, ja, dieses Ganze noch schneller, noch billiger, das nimmt ein bisschen überhand. Und ähm, da muss man schon sehr stark gegenhalten, damit man dann einen fairen Produktionspreis gewinnt. <laughs> ja, also ich glaube, da, ähm, da ist so ein bisschen was aus dem Ruder geraten. Wo ich mir wünschen würde, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen einpegelt. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht unternehmens mehr Kooperation gibt innerhalb verschiedener Unternehmen. Also ich finde das zum Beispiel, das ist, wird noch sehr wenig gemacht. Und ich finde gerade auch um faires Arbeiten, aber auch nachhaltiges Arbeiten noch mehr zu fördern, finde ich, ist da auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben. Sei es, dass man sich Projekte oder Produktionsorte teilt. Wir machen das natürlich schon firmenintern, dass wir jetzt so ein Komplex wie die Betty oder dieses Studio, was wir hier haben, dass wir das auch für Projekte nutzen. Aber ich finde, da könnte man auch Branchen intern sich noch viel mehr verknüpfen. Das würde ich mir wünschen. Lutz? Ja, ähm, lässt sich einfach sehr einfach runterbrechen. Wir brauchen einfach schlichtweg mehr finanziellen Spielraum. Würde ich einfach sagen, ja, das ist das letzten Endes. Wir brauchen im Grunde genommen Spielraum um mit weicheren Zielen zu arbeiten. Ja, weichere Ziele bedeutet für mich, äh, zufrieden mit der Mitarbeiter, eine bessere Work-Life-Balance Work einrichten zu können, ähm, was in großen Unternehmen längst Gang und Gäbe ist, äh, bis hin zu sozialen äh, Maßnahmen, was was ich, ob das ein Fitnessstudio ist oder sonst irgendwas. Das gibt es ja bei uns alles nicht. Im Grunde genommen, was soziale Zugaben eines, eines Arbeitgebers angeht, das äh, ist quasi nicht vorhanden. Mehr Geld, ist, mehr Geld ist natürlich immer gut. Also, sowohl für die Qualität, für den, für den Inhalt, aber auch für die Arbeitsbedingungen. Also, klar wünsche ich mir immer mehr Geld in die Branche. Ähm, aber ähm, davon mal abgesehen, ähm, hatte ich ja eben ähm, schon mal äh, gesagt, im Moment herrscht Vollbeschäftigung. Und ich wünsche mir natürlich für die Branche, dass das so bleibt. Also, ich. Ähm, ich ähm, hoffe, dass es weiterhin äh, so viele Sender gibt, so viele Streamer gibt und auch die Privaten wieder im fiktionalen Bereich richtig gut Fuß fassen, ähm, dass es all diese diversen Projekte eben auch geben kann. Ähm, und, ähm, und vielleicht geht ja auch da einher mit, dass in diese Branche dann auch mehr Geld kommt, äh, wenn die Aufmerksamkeit gut ist, wenn ein fiktionales Programm nachgefragt wird, auf allen Plattformen, wo auch immer, ob es die, die frei verfügbare Mediathek ist oder eben das, das Bezahlfernsehen, völlig egal. Ähm, wir versuchen ja auch überall fuß zu fassen. Ähm, das, glaube ich, ähm, wäre gut, weil ansonsten ist so mein, meine, meine befürchtung, oder ich habe immer mal auch angst, dass es vielleicht im moment so eine blase ist, die irgendwann platzt, und ähm, die, die, äh, die ganze branche erst mal wieder geerdet werden muss. So. und das äh, fände ich sehr schade. vielen, vielen dank für eure Rege Gesprächsbeteiligung, wirklich toll. Und äh, nochmal von Herzen herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Ja, vielen, vielen Dank. <laughs> Bis dann.